Hallo und herzlich willkommen zum Spiele-Podcast von Schmidt Spiele. Heute stelle ich euch die Kartenspielvariante von Quirkel vor. Quirkel Cards. Bei Quirkel Cards spielt ihr abwechselnd Karten aus und versucht Reihen auszulegen, die entweder aus gleichen Symbolen mit unterschiedlicher Farbe oder eben aus bis zu 6 Karten mit gleicher Farbe, aber unterschiedlichen Symbolen bestehen. Dies nennt man dann einen Quirkel. Aber dazu gleich mehr. Kommen wir zunächst zum Spielaufbau. Mischt einfach alle Karten gut zusammen und legt sie als verdeckten Nachziehstapel bereit. Von diesem Stapel bekommt dann jeder Spieler 9 Handkarten. Dann prüft ihr, wer Startspieler wird. Und das ist immer der Spieler, der entweder die meisten Karten mit gleicher Farbe, aber unterschiedlichen Symbolen auf der Hand hat, oder die meisten Karten mit gleichem Symbol, aber unterschiedlicher Farbe, so wie in unserem Beispiel. Dieser Spieler hat nämlich 4 gleiche Symbole in unterschiedlicher Farbe. Und diese Karten werden dann auch gleich als erste Reihe ausgespielt. Danach zieht er Karten, bis er wieder 9 Karten auf der Hand hat. Und schon seid ihr mitten im Spiel. Von nun an ist jeder abwechselnd am Zug. Wer an der Reihe ist, darf beliebig viele seiner Handkarten ausspielen und an Reihen anlegen oder auch neue Reihen schaffen. Dabei gibt es selbstverständlich ein paar wenige, aber wichtige Anlegeregeln. So muss eine Reihe zum Beispiel immer mindestens aus 3 Karten bestehen. Außerdem müsst ihr immer darauf achten, dass eine Reihe ausschließlich aus Karten mit gleichem Symbol, aber unterschiedlicher Farbe bestehen oder aus Karten mit unterschiedlichen Symbolen, aber gleicher Farbe. Beim Ausspielen der Karten dürft ihr übrigens auch die unvollständigen Reihen umgruppieren und verändern, wie ihr das möchtet, solange ihr eben die beiden anderen Regeln einhaltet und mindestens eine Karte von eurer Hand dazu ausspielt. Schauen wir uns dazu mal ein Beispiel an. Ich könnte jetzt hier auch sehr schön noch eine Karte in diese Reihe spielen und dann aus dieser Reihe den Stern hier rüberlegen und dann mit meinem blauen Stern auf der Hand diese Reihe vervollständigen und einen Quirkel daraus machen. In so einer Reihe dürfen also auch nie mehr als 6 Karten liegen, denn sobald die 6. Karte gespielt wird, ist das ein Quirkel und die Reihe ist komplett. Der Spieler, der diesen Quirkel gelegt hat, nimmt dann die komplette Reihe und legt diese als Stapel vor sich ab. Achtet dabei darauf, dass das gesamte Spiel über jeder sofort sehen kann, wer wie viele Quirkel bereits gesammelt hat. Tja, und am Ende eures Zuges zieht ihr immer wieder Karten nach, bis ihr wieder 9 Karten auf der Hand habt. Übrigens, wenn ihr auch nur eine passende Karte ausspielen könnt, dann müsst ihr dies auch tun. Selbst wenn ihr dies lieber nicht machen wollt, da ihr einem anderen Spieler so vielleicht eine Vorlage gebt. Ihr werdet merken, das wird schön knifflig. Es gilt also, clever zu kombinieren und gut aufzupassen, um möglichst viele Quirkel zu schaffen. So spielt ihr Runde um Runde, bis die letzte Karte vom Nachziehstapel gezogen wird. Dann ist jeder Spieler noch genau einmal an der Reihe. Tja, und wer dann die meisten Quirkel gesammelt hat, also die meisten Stapel vor sich liegen hat, der gewinnt. Quirkelcards, das beliebte Legespiel für die ganze Familie, jetzt als Kartenvariante für 2 bis 4 Spieler ab 8 Jahre. Ich wünsche euch viel Spaß beim Spielen. Bis zum nächsten Mal, euer Pjon.